Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Space Engineers. Ha, mit dem Zwergtube. Moin. Hi. Diesmal habe ich auch richtig gesagt. Ich habe in Folge noch zwei doch tatsächlich mit Imperium begrüßt, ne? Echt? Ja. Das habe ich nicht bemerkt, ohne Witz. Das habe ich gemerkt, dass du es nicht gemerkt hast. Ich habe es auch nicht gemerkt. Ich habe es dann in den Kommentar gelesen. Das war einfach so unfassbar. Der erste Kommentar von, ja, Mensch, schön, dass ihr wieder Imperium spielt. Ich denke mir, okay, was hat er da nicht verstanden, dachte ich mir so. Und dann habe ich mir das angeguckt und dachte mir, okay, was habe ich denn nicht verstanden? So, wir haben eben in einer Notfallaktion mal Energiezellen hergestellt, weil wir brauchen die für eine Batterie und die werden uns hier fast ausgegangen. Ja. Wir haben so viel allgemein, was wir an dieses Ding ranbauen müssten, damit es ansatzweise mal fertig wird alles. Genau. Anzeige brauche ich noch. Ich baue mal im Cockpit weiter. Ich habe im Übrigen auch ganz kurz in der Aufnahmepause quasi, habe ich zwischenrein nochmal fix einen Erdsensor an unseren Buggy dran gebaut. Glaube ich, ist eine ziemlich wichtige Geschichte. Ja, bestimmt. Computer 5, ne? Okay. Wow, die Batterie ist aber echt recht groß. Die kann ich aber direkt hinter das Cockpit setzen. Ne? Genau, das ist genau. Nicht so, warte mal, die kann man doch bestimmt auch sinnvoll drehen. Was habe ich jetzt gerade gesagt? Was fehlt? Well, kannst du noch mal ganz kurz gucken, was... Anzeige. Anzeige brauchst du. Und Computer, glaube ich, waren das. Computer? Ja, 10 Computer. Nee, 15 Computer. Nee, warte mal. Ich habe erforderlich. 10 Computer und 5 Anzeigen. Warte. Und fertig! Okay, sehr schön. Panzerglas fehlt uns noch ein bisschen, aber das kann ich noch holen. Die Batterie kann ich drehen, wie ich will. Das ist Wumpe, ne? Das ist oder? Völlig, da Hauptsache die ist drauf. Die hat keine Anschlüsse oder nö, so. Nö, das, ne? Hauptsache das Ding ist drauf. Panzerglas. Alles klar. Mal schnell ein bisschen, ein Schlückchen Panzerglas. Hm? Und wieder schmeckt. Ah, mir fehlt ein Computer. Warte, Kannst du ja vielleicht gleich zu Ende schweißen, der stoppt jetzt bei... Nee, ich hab stoppt doch nicht. Ich hab schon meine Sachen reingelegt mit. Okay. Was denn? Ich wurde hochkatapultiert. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, wahrscheinlich, weil vorne zu viel Gewicht auf dem Ding drauf liegt, ha? Nee, das ist das Spiel irgendwie. Hat mich so hochkatapultiert. Ja, das gibt manchmal so Probleme. So, Sensorkomponente fehlt uns noch eine, dann können wir auch den Erdsensor. Vorne ist nicht zu viel Gewicht. Das liegt doch genau auf der Achse. Da kann auch gar nichts passieren, oder? Welcome to Space Engineers! Das ist dann auch leichte Probleme, oder wie? Also ich kann dir mal erzählen, in der ersten Staffel war das. Da war das Spiel allerdings noch 100 Jahre her gefühlt. Ja, da sind die heutigen Senioren, haben da noch ZDF geguckt statt ARD. da war es tatsächlich so, da hatten wir einen Standfuß gehabt. Meine ich, war das? Nee, ein Hangartor. Und das hat sich geöffnet. Und beim Öffnen ist der gesamte Hangar mit explodiert in einer epischen Rauchwolke. Okay. War eine ziemlich schwere Zeit damals. Solarzelle. Genau, apropos Solar. Panzerglas, Computerträger. Scheiße, brauchen wir alles Mögliche für diese Solarzellen, was? Ja. Ich besorge mal Materialien für eine Solarzelle. Warte, ich habe, glaube ich, was dabei. Aber ich musste irgendwie sauber hinbekommen, dass... Moment. Wie war das? Ich habe doch Solarzellen selber, haben wir doch. Das reicht doch, um eine Solarzelle herzustellen, oder nicht? Warte mal. Jetzt mal. Geh. Solar. Achso, 16. Ein Computer. Eine Solarzelle wird ja vielleicht nicht reichen, ne? Ich würde jetzt einfach mal zwei ranbauen aus dem Kopf raus. Ja, eben genau. Ich versuche mal hier. Mein Problem ist, ich erkenne die Gegenstände halt gerade nicht. Du, ging mir schon immer so. Haben wir hier noch Computer? Wir haben keine Computer mehr. Warte, schau mal, ich hab schon mal zwei gesetzt in der Hoffnung, dass es deinen optischen Ansprüchen genügt. Achso, oben aufs Dach doch wahrscheinlich, ne? Ja, oder? Aber es ging nicht ganz genau drauf, also musste ich es wenig zur Seite machen. Schaut aber gar nicht mal so. Ja, Herstellungskram, Panzerglas. Warte mal, Panzerglas nehme ich noch mit. Herstellung Solarzellen brauchen oder wir noch ein paar. Ja, Solarzellen habe ich. Das nächste das Problem. 4. So, passt. Ich mach mal eben. Schau mal. Ob ich ja, cool. Sieht das super aus. Ja? Top. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob das so deinen Ansprüchen genügt. Doch, es hat Flügel. Ja, eben. Nein. So, 100%. Ah, okay. Mal gucken, was fehlt denn da? Jetzt noch Solarzelle, ne? Ich hol mal nochmal einen Schwung. Ah, jetzt hast du dran. Ja, ich muss das immer irgendwie ein paar Mal versuchen. Am Anfang habe ich eine Schweißanimation, aber er macht nichts. Jetzt warte mal, Cargo. Ach nee, Dass er am Anfang nichts macht, irgendwie so.
Jetzt warte mal, wir bräuchten hier noch mal einen Frachtcontainer. Ja. Weil wir müssen ja das ganze Zeug dann irgendwie Genau. ranlagern. Kleiner reicht, ne? Ein kleiner reicht, den können wir an die Seite oder irgendwie sowas dran schrauben. Naja, wieso was brauchen muss da denn noch rauf? So, Haben wir Erdsensor schon. Der ist schon ist ja dran. klein. Licht wäre noch Muss der denn? wichtig. Warte mal. Wo hängt der denn, der Erdsensor? Ganz vorne dran. Okay, dann Lampe? mache ich den. Also viel kommt ja jetzt nicht mehr rauf, kann das sein? So? Strahler? Nee, nee, der muss Kommt er. eigentlich nicht mehr. Der muss nur noch das drauf, was da eigentlich jetzt dran ist. So. Ja, dann hätten wir es aber auch ein Ein bisschen niedriger Gyro wäre setzen. vielleicht noch nicht schlecht. Wenn du, Angst hast wegen Gleichgewicht, dann, dann hätten wir ja Eine Antenne. vielleicht. Ganz, ganz wichtig, noch, den baue ich aber gleich noch ran. Eine Wofür? Kamera wäre wichtig. Eine Kamera? Wofür? Was willst du denn hier? Du denkst aber gleich wieder, willst du Vlog machen oder was? Ja, na klar, hallo. Bell, lass mich doch mal spielen. Scheinwerfer, da ist es. Okay. Ich denke halt schon an die Zukunft, Bell, wenn das Ding vollautomatisiert wegrollt. Nein, aber wenn du Angst hast, dass wegen Gleichgewichtsverteilung, dann hätten wir und wir nur so wenig Krams brauchen, dann hätten man Oh, ja. oh, oh, oh. Warte, Was? warte, Oh, warte. oh, Licht, 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 Scheinwerfer aus. Oh. Was denn? Ja, Warum? das Ding ist halt voll der epische Strahler. Das wusste ich gar nicht mehr. So. Jetzt haben wir bloß ein Problem, Bill. Wir müssten eigentlich das Ding jetzt auf den Boden mal setzen. Ja, Moment, gleich. Aber Warte, ich baue dann, den Sitz mal fertig. es rollt auch gleich los. Nee, mach ich. Ach Ist ja so. mein Sitz. Okay, dann baue ich jetzt So in haben die das. Sachen alle geholt. So. So, passt. Dann baue ich jetzt hier vorne dran mal eine Kamera noch. Oh, ich sehe meine Füße. Was? Du hast deine Füße gesehen. Ich habe meine Füße gesehen. So, und eine Antenne brauchen wir auch noch. Damit wir das Ding jemals wiederfinden, wenn wir mal irgendwann Was machst du irgendwo. denn mit der Kamera? Ganz ehrlich jetzt. Fernsteuern. Willst du nicht selber damit fahren? Ja, doch. Aber wir könnten ja auch Ja? das Ding zum Erkunden erstmal nutzen, ohne weit wegzufahren. Antenne, warte mal, habe ich da irgendwas? Kommunikationskomponente? Habe ich gar nicht sowas. Nee, haben wir auch nicht. Da fehlt uns Bräuchte Eisen man nicht noch tatsächlich irgendwie eine dafür. Sauerstoffversorgung oder einen Ventilator da drin? War da nicht irgendwas, dass man im Cockpit sonst erstickt, wenn man keinen Ventilator offen hat? Oder? Ich hatte mal dieses Tutorial da gesehen, aber. Ich weiß gar nicht, ob das auf dem Planeten so ist. Ich weiß es echt nicht. Aber wir haben ja auf der anderen Seite auch sehr viel an. Oder ist es vielleicht kein Ventilator? Den sehe ich nämlich gerade gar nicht. Oder ist es so ein vertikales Fenster oder so, was er da vorne eingebaut hat? Da hat das also Ich irgendwas weiß mit es nicht Schlitzen, mehr. irgendwas. Ventilator gibt es ja auch gar nicht irgendwie. Wie heißt denn das Ding hier? Du meinst einen. Ich habe keine Idee. Warte mal kurz. Sauerstoff. Nee, unter Sau habe ich auch schon geguckt Was? eben. Unter Sau? Ah, Sau Ja, heißt es doch. nix. Lüfter. Ach, Lüfter. Genau, ein Lüfter, aber der ist Ja, für das war's. kleine Schiffe gibt es die schon, aber das ist. Ich weiß gar nicht, ob man den wirklich braucht. Bin mir nicht sicher. Wir brauchen Eisenerz. Also pass auf, bevor wir anfangen zu röcheln gleich. Ja, wir fahren ja mal eine Probe, oder? Well. Ich kann auch an der Probe schon anfangen zu röcheln. Aber. Da kennst du mich immer schlecht, du. Aber well. Wir müssen auf jeden Fall den Standfuß wegbauen. Oh, die Sonne ist gleich weg. Lüfter. Wie viel. Oh. Ja, heute Nacht können wir nicht mehr los, würde ich sagen, ne? Oder? Ja, ich habe jetzt. Ja, Lüfter, was war so ein. Herstellungskomponente, Startplatte, Computer. Habe ich das noch alles? Warte mal kurz. Ach komm, Taste. Boah, Hehehehe. Panzerlast braucht man nicht mehr. Herstellungskomponente. Nein, das bauen wir noch nicht. Motor. Erst später. Oh, mein Anzug hat fast keinen Saft mehr, weil. Muss aufpassen, nicht, dass du energielos durch die Nacht bist. Ach ja, dann haben wir doch immer noch unsere. Oh, verdammt, wie sah denn der Computer nochmal aus? Ich krieg das hier gerade nicht hin, ey. Such doch nach Computer. Ach da. Da bin ich hier nur noch am Tippen, du. Ja, aber es geht schnell. Also soll ich mal versuchen, so einen Lüfter vorne dran zu klatschen? Ja, aber ich glaube, der lüftet eher den Raum vorne dran dann. Ich weiß nur, dass er das gemacht hatte und er Ja, mach doch war mal. davon ganz Warum nicht? überzeugt. Mach doch mal. So. Warum nicht?
Wir können ja mal testen. So, und ich. Well, wenn du dann soweit bist. Ah, den kann man auch irgendwie einstellen, aber nach innen und dann nach außen dreht. Ich weiß nicht, ob ich das beim Bauen berücksichtigen muss oder. Well, tu mir mal bitte noch einen Gefallen. Wenn du dann fertig bist. Ich baue jetzt nochmal einen Cargo-Frachtraum. Kleinen Frachtraum bauen wir noch drauf. Obwohl, könnte man auch einen großen. Mittleren könnte man auch mal probieren. So, F, nee. Wie kann ich jetzt überhaupt in diesem. Ich muss im Cockpit sitzen, um irgendwas einstellen zu können, ne? Ja, oder du kannst auch dran gehen. G, alle Blöcke, Charakteranimation. Nee, wie mache ich das denn jetzt mit I? Kontrollfeld. Herstellungskomponente. Erdsensor. Ah, Fahrwerk. Lüfter. Da haben wir es ja. Was haben wir denn da? Name Lüfter auf HUD anzeigen. Entlüften. An, aus. Der Lüfter wird Luft aus dem Raum entziehen und sich in Tanks lagern. Nee. Konfigurieren. Öffnet Werkzeugleiste. Wofür ist das denn? Okay. Zeige. Oh, ich liebe es. Ich habe keine Ahnung, auf was ich mit diesem Lüfter jetzt. Aber ich fühle mich viel wohler, jetzt wo wir den haben. Well, ich bin voll bei dir. Wenn du sagst, Lüfter kommt an das Ding ran, dann bau immer da Lüfter ran. Das ich habe keine nicht. Idee. Das ist, ich meine, gut, wenn du vorne ins Cockpit pupst, ich sitze ja hinten drauf, ich kriege davon wenig mit. Das stimmt. Eigentlich bräuchte man den Lüfter nicht. Aber, naja, man aber weiß. Was ist, wenn du ins Cockpit pupst? Das müsste ich aber erst mal. In deinem eigenen Saft. Okay, pass auf, Well. Eine Sache möchte ich noch machen, und zwar hier unten das Fahrwerk abschrauben. Ja, mach mal. Dann kommt nämlich das Ding jetzt gleich runter. So, steig ein, schnell, schnell. Und drück die Handbremse. Ja? So. Das ist welche Taste? Drück mal leer. Nee, warte, P. P. Hast du P? Ja. Ach ja, dann hat er da rechts angezogen. Ne? Warte mal, ich drück mal P wieder. Okay. Drück mal P und gib mal Gas nach vorne. Nee, passiert nichts. Nochmal P? Aber langsam. Ja. Er bewegt sich, das Ding gerät. Oh, supi. Well. So. Oh, ich liebe es. Ich finde es jetzt schon super. Ich dachte, du springst dann schnell ein irgendwo so. Ich habe das doch noch nie gemacht hier. Oh, ich liebe es. Oh, wie cool. Das ist das kleine Töff. Warte mal. Das ist cool. Kann ich mal Licht anschalten? Mit F? Nee. Wie schalte ich denn mal Lampe an? Mit L? Mit L. Ich brauche doch ein Foto hier. Warte. Dann warte mal ganz kurz. Du blendest mich, aber ist okay. Warte mal, wie ging das noch gleich? Scheinwerfer? Aus. Anschalten? Ausschalten. Jetzt. Ist er aus, ne? Ja. Ja. Supi, ich liebe es. So, sehr schön. Das gefällt mir doch. Jetzt müssen wir nur auf Strom warten, was? Kann ein bisschen dauern, was? Wir könnten natürlich jetzt echt probieren, ob man. Ah, ne, Reaktor haben wir gesagt, kriegen wir nicht ran, ne? Die Batterie hat gespeicherte Energie 322 Kilowattstunden. Was denn? Die Solarpanel sind nicht gleich hoch. Das können wir so nicht lassen. Die habe ich wirklich tatsächlich um eine Rotation zu weit unten angebaut, den linken. Dann baue das hier auf dieser Seite ab. Das linke. Da, genau. Ja, weil das recht ist. Weil jetzt ist eh wurscht, weil es produziert ja. Ja, ich falle durch die Erde. Ich falle durch den Boden. Was denn jetzt? Kein Scherz, ich falle durch den Boden. Warum? Wo bist du abgestürzt? Geh nochmal vorne rein, ob es geht. Einfach, ich bin einfach unter die. Oh, ist das schön hier. Ja. Jetzt falle ich nochmal. Ich falle immer wieder durch den Boden jetzt. Irgendwie. Man lässt mich nicht mal in den Weltraum treiben. Schweinerei, sowas. Ich mach mal ein Foto. Ja, ich falle durch den Boden. Ich habe keinen Planet. Ich sehe nur noch die Unendlichkeit. Krass. Ja, als du angefangen bist, da irgendwie die Solarpanel, hat das Spiel gesagt, auch den Valium brauchen wir nicht mehr, den drücke ich jetzt mal durch den Boden durch. Nein. Doch. Ich mach mal Backspace und bring mich um, ne? Na, warum kamst du dann nicht mehr raus? Nee. Ich falle immer. Guck doch einfach mal in meine Folge. Und wenn du da schon mal da bist, lass mir einen leichten Daumen hoch da. Immer. Ich muss jetzt echt Selbstmord begehen. Also du kommst auch nicht in irgendeine Richtung raus. Du bist jetzt genau unter der Plattform. Nee, ich falle immer weiter durch den Boden und werde dann wieder 300 Meter hoch teleportiert. Fall wieder 600 Meter, werde 300 Meter hoch teleportiert, fall 600 Meter. Ich bin jetzt schon. Okay, dann. So, habe ich wahrscheinlich mein Inventar verloren, denke ich mir, ne? Ja, aber es sei denn, es liegt hier. Du warst hier hinten irgendwo, habe ich dich. Ja, da liegt deine Leiche. Ach, die liegt oben. Die liegt hier, ja. Ich bin direkt davor. Denn? Wenn du rauskommst zur Türe links.
Hier, der bin ich mir gar nicht gefallen. Okay, Da liegt ihr ist das ja schon Gerät. mal gut. Das wäre ja auch ärgerlich, wenn es weg gewesen wäre. Oh, jetzt ist wieder Wolfszeit, Well. Wieso? Kommen so einen bestimmten. Geh rein, schnell, ich Ich beschütze dich. gehe lieber schnell rein, bevor mich die Tür tötet. Oh, es war schon So, wieder jetzt so gehen wir schön. hier. Es ist so schön, Well. Ich liebe den, also ganz ehrlich, den Himmel liebe ich total. Ja, sowas von hübsch. Ja, das ist wirklich hübsch, muss ich sagen. Nee, wenn man G muss ich drücken. Jetzt Waffen und Werkzeuge. Nee. Charakterwerkzeuge. Sturmgewehr. Müssen wir da erstmal hinpacken wieder. So. So. Und jetzt noch mal, jetzt probier ich's noch mal. Ah, Well. Hast du es jetzt umgesetzt? Ah, hast Ich du hör umgesetzt. Hast du wieder schön gemacht. Tiere draußen. Dieses Spiel schleudert mich gelegentlich echt mal einfach so stumpf weg. Ich weiß auch nicht, warum es das macht. Sag mal, ich gucke gerade mal unsere Batterie. Wollen wir einfach mal eine Nachtfahrt? Ich meine, ist eine doofe Idee, aber hier steht vollständig ein Laden in 11 Stunden. Gut, wenn es steht, ne? Wieso gibt denn das überhaupt Strom ab gerade? 30 Kilowattstunden. 30 Das Kilowattstunden, Fahrzeug. echt? Ja? Wofür? Das frage ich mich auch. Der Erdsensor wahrscheinlich, ne? Nee. Die Kamera, die kostet 30 Watt. Die mache ich mal aus. Ja, die kannst du mal ausmachen. Ach so, der Lüfter braucht. Ja, dann mach, Da den mache ich kann die man auch mal Kamera wieder ausmachen. aus. Nee, die Kamera mache ich an. Die braucht nur 30 Watt. Der Lüfter braucht 330 Kilowatt. Der braucht aber viel, der Lüfter. Jetzt haben wir nur noch 30 Kilowattstunden, die wir abgeben. Wo auch mal die herkommen. Irgendwie Solarzelle, Rear Suspension, Cockpit. Die Antenne, die braucht auch noch 20. Wofür waren die Antenne nochmal? Die Stehe ich vorhin Antenne, gefragt? Ich weiß gar nicht, wie damit wir das beantwortet Schiff, hast. also damit wir einen Sensor Das Auto quasi, wiederfinden. genau, damit es auf dem HUD angezeigt wird direkt. So, wollen wir mal eine Nachtfahrt versuchen? Wenigstens ein paar Meter? Nur mal. Können wir gerne machen, ne? Wir sind ja jetzt quasi vollstens drauf. Finden wir jetzt die Ärzte nur mit dem Erdsensor oder zeigt ihr das auf Entfernung an oder wie Ich funktioniert der glaube, genau? wir Oder werden zeigt ihr das nur an, informiert. wenn wir drüber sind? Wir müssen über schwarze Flächen fahren oder sowas, habe ich irgendwie mal Ja, so gehört, dunkle ne? Flächen zeigen Erze an, aber, Well, pass auf, ich habe da mal was gebaut, dann erkennst du vielleicht die Intention des Ganzen. Muss aber noch fertig schweißen. Du willst das Ding jetzt fernsteuern? Nee, ja, auch, aber nicht jetzt. Warte mal, ich setze mich mal rein. Boah, mega. Warte, warte, warte. Alle Blöcke. Das ist rausgehen. Muss P. weg, ja. Jetzt, wie waren das noch gleich? F, drück mal F. Dann gehe ich raus. Danke. Ja, eben. Ja, genau. Was mache ich jetzt da? Jetzt Ja, sitze ich drin genau. und sehe aber die komplette Basis. Ja, und darüber ist auch theoretisch dann die Möglichkeit, dass du auf Geräte, aber ich habe das dumpfe Gefühl, mein lieber Val, dass wir Ja. eine Antenne erst benötigen, bevor wir, also quasi hier auch an der Base, bevor wir überhaupt irgendwohin funken können. Wir keine Antenne hier. Oh, falsch. Antenne. Wir haben doch eine Antenne hier, oder nicht? Wir haben Es eine gibt eine Laser. Boje. Ach so, stimmt. Antenne, Kommunikationskomponente. 40! Kamera-Kommunikationskomponente. Die hast du eben hergestellt, die Kommunikationskomponente, ne? Denke ich mir, oder? Stahlrohr klein und groß könntest du mal noch ranbringen. Ich habe mal gerade die Antenne hingestellt. Hast du schon? Du Ja. hast Kommunikationskomponente. Nee, habe Stahlrohr ich klein und nicht. groß. Die müssen wir Den jetzt besorge ich nochmal. mir. Nochmal Kommunikation. Großes Stahlrohr, wie viel brauchen wir denn da? Ich mache mal 20, so, confirm. Okay, ich versuche mal hier zu schweißen, was das Zeug hält. Ja. Na. Boah, es fehlt genau eins, warte, nee, nee. Was denn? Haben wir noch welches? Wir hatten keins mehr, ne? Stahlrohr, klein? Nee, müssen Nee. wir herstellen. Nee. Ja, Haben wir nichts mach ich mehr? mal. Stahlrohr, klein, ist unterwegs eins. Irgendwas, wir haben ja irgendwas. Stau. Irgendwas.
keine Ahnung, die Kommunikationskomponenten, die kommen gerade nicht in die Gänge. Ich vermute mal, weil wir kein Eisen haben. Das sieht so aus. Ja, könnte daran liegen. Eisenlos durch die Nacht quasi, aber wir können das Problem lösen, das mache ich jetzt mal gerade. Ich demontiere. Wenn wir Stahlplatten einschmelzen oder was? Wir demontieren gerade unfassbar viele Stahlrohre. Ich rette mal die Solarzellen da aus dem Produktionsbetrieb, ne? Ja, die können unten weg. Ja, die sind schon wieder oben. So, Produktion. Ah ja, jetzt haben wir auch hier, ist alles fertig. Moment, Inventar, nee. Hä? Ein nehme ich die jetzt? Wo sind die denn? Unten in der Montageanlage werden die sein. Ja, da liegt ein Stahlrohr drin. Ach so, da, okay, alles klar. Okay, pass auf, ich versuche mal. Ja, geht weiter. Cool. Jetzt brauchen wir nur noch die Kommunikationskomponenten. Aber deutlich mehr, ne? Als ja, die produziere ich gerade. Hergestellt hatten. Ach so, wir bräuchten noch 25 Stück. Ich habe ein paar produziert, aber die sind riesenschwer. 25. Ja, die liegen unten drin, aber wir müssen erst reintragen. Weil die sau schwer sind, weil. Ja. 4 Stück kann ich tragen. Ach nee, weil ich 1000 Stahlrohre drin habe, sorry. Ja, ich kann sie alle tragen. Ach, das ist, die Zwerge wieder, weißt du, so. So, und jetzt probieren wir es nochmal. Ja. So, ich räume mal meinen Krams eben wieder zurück hier. Und? Warte. Nee, nicht da. Ich höre doch hier irgendwas laufen. Hier müssen noch Wölfe sein, oder? Ja, nee. Oh. Ich höre mal irgendwelche Tippelgeräusche. Ja, die sind irgendwo um uns rum. Wahrscheinlich stehen sie wieder. Warte mal, ich schau mal kurz über die Kontrolle. Oh. Hier hinter muss einer. Da, ach, in der einen Ecke hängen schon wieder alle. Ich kläre das mal eben. Wenn du. Ja. So, kannst du jetzt mit dem da was steuern oder? Muss ich mal ganz kurz. Warte mal. Handbremse müsstest du erst lösen. Jetzt haben wir's. Warte mal kurz. Remote Access. Take Control. Access kommst Terminal. Der backt unter unserer Basis. Der will nicht raus. Scheiß Wolf. Keine Ahnung, der liegt jetzt. Ach. Naja, okay. Gut. Also, wir haben die Antenne. Ja. Die hauen sich jetzt schon alle vor die Stirn, die es gerade wissen. Ja, ja, na klar. Das ist ja immer so. Ja, na klar. Aber wir können nichts machen. Warte mal, ich versuche mal. Ich bin noch. Valkyrie kann ich nicht anvisieren. Wie visiert man überhaupt an? Was ist mit O hier? Was macht O denn? O macht gar nichts. So, Antenne läuft. Was mit X? 5 Kilometer Reichweite hat das Ding. Batterie haben wir. Wie viel Strom ist da drin? Reicht für 11 Stunden, passt. Kamera kann ich nicht anklicken. Warum? Ist sie ausgeschaltet? Nee, ist an. Remote Access, Take Control. Warum geht das nicht? Pass mal, ich versuche jetzt. Wollen wir einfach mal eben in der Nacht einfach mal so eine Fahrt machen, bevor unsere Batterie ganz leer ist? Einfach mal ein paar Meter fahren? Komm, lass uns nochmal aufsetzen. Machen wir das? Ja. Willst du fahren oder soll ich fahren? Du dürfst gerne fahren. Ich setze mich hinten in den Herrschersitz, in die Pose. Warte mal, ich mache hier mal die Tür zu, nicht das zieht. So. Ja. Ach, endlich Platz. Okay. Handbremse gelöst. Well, ich kann hier einfach runterjetten. Aber dann, wenn dann ein bisschen mit Schmack ist, ne? Ja. Vollgas, well. Und hopp. Yay, wir können fliegen. Es ruckelt sehr, ne? Und es macht bei mir ganz komische Geräusche. Hörst du das? Aber es schaut gut, ne? Schaut gar nicht gut aus. Schaut kaputt aus bei mir. Warum? Es macht da und ruckelt wie blöd irgendwo. Das hat es eben auf der Basis auch schon gemacht. Lass mal ganz kurz, steig mal aus. Oder Handbremse. Ja, habe ich gerade gemacht. Moment, ich geh mal rein. Kippt doch aber auch komisch.
Ach, die Federung, der hängt auf dem Boden. Das ganze Gerät hängt auf dem Boden. Das ist daran nichts. Hier, fahr mal ein paar Meter. Ja, nee. Fahr mal, dann weißt du, was ich meine. Ich will wissen, ob du es auch hast. Ich weiß, was du meinst. Ich will wissen, ob du es auch hast oder ob es mein Problem ist. Nee, fahr mal. Nee, das hast du, das haben wir alle. Okay, ist gut. Aber? Kann man die Federung anders einstellen? Oder warte mal, oder hätten wir das früher bauen müssen? Ja, ich höre das Geräusch. Wie kommt man jetzt nochmal, wenn du drin sitzt? Oh, ich fall schon wieder durch den Boden, ne? Nee, doch nicht. Ich habe mich gerade wieder gerettet. Schwierig. Warte mal ganz kurz. Kontrollfeld. So verpackt gehalten irgendwo so gerade. So. Safety Detach. Steering Angle. Steering Speed. Wo stellst du denn das ein? In den einzelnen Wheels quasi. Welche Taste drückst du, um da ranzukommen gerade? I, ne? Okay. Ja. Nee. Das Terminal ist mit keinem Schiff verbunden. Wo ist denn hier ein Terminal? So, warte mal, ich setze die mal auf 0. Geht das Schiff nach oben? Der Rover? Ich weiß nicht, ich gehe gerade wieder nach unten und falle wieder durch den Boden. Jetzt schon wieder? Bin ich mal eben kurz, 100 Meter über dem Planeten gewesen eben. Es ist, ist das so extrem verbuggt, Space Engineers? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Nö, eigentlich nicht. Das ist echt ein Problem gerade hier. So, jetzt warte mal, ich habe es ein bisschen angehoben. Ich hoffe, das hat funktioniert. Das sieht nicht so aus, als wäre es angehoben irgendwie so. Wölfe? Wölfe! So, okay. Mama, können wir mal gleich weglegen. Ich probiere es jetzt. Wie komme ich denn an die Steuerung ran von dem Auto? Welche Taste muss ich drücken, wenn ich auf was gucke? Ich komme nicht ran an das Kontrollfeld. Ja, du sagst, das ist nicht verbunden mit der Basis. Wäre cool, wenn du mir den Trick verraten könntest. Ja, warte, ich schau mal schnell. Weil ich mir gerade echt doof vorkomme irgendwie so. Copy Object. Ich krieg's nicht hin. Ja, warte mal kurz. Fahrwerk P. Muss ich P drücken? Nee, P ist Color Picker. Ja. Ich suche gerade. Ich würde ganz gerne mit reingucken. Während du aussuchst, kann ich da mitsuchen. Dann finde ich es vielleicht auch irgendwo. Kann ja auch sein. Aber ich kann leider nur untätig rumsitzen irgendwie so. Du könntest alle eine der Seiten-Dinger rangehen. Über den Cargo-Container zum Beispiel kriegst du auch Access. Ah, danke. So, Suspension. Inventar da kann man auch, ist weißt I. du, wenn du da ausprobierst, dann... Oh Mann, okay, jetzt habe ich's. So. Antrieb. Dämpfung, 90%. Die würde ich wahrscheinlich niedriger stellen, die Dämpfung. Die Höhe ist das Problem. Den Hate-Offset, ja. Also den Höhe. Aber jetzt, warte mal, ich steig mal ganz kurz aus. Ja. Dreh den mal in eine andere Richtung. In eine andere? Ja, mach ich gerade. Verändert sich aber gar nichts. Rauf und runter. Es kann sein, dass wir die falsch rum hingebaut haben. Schau mal hin, wenn du dir mal die Räder anguckst, well? Ja. Schau dir mal die Räder an und guck mal, wo diese Bolzen hängen. Ich glaube. Es ist gerade schwierig. Das Spiel wirft mich immer wieder zurück und jetzt wieder durch die Planetenoberfläche. Das ist gerade echt. Echt, also bei mir stehst du 1A gerade. Ja, ich bin. Vielleicht müssen wir einen Relog mal machen. Ja. Ich bin 3-4 Mal hin und her geflogen. Schau mal, Will. Ich weiß nicht, wie die hier. Ja. Guck mal, siehst du hier diese Aufhängungsbolzen? Nee, auf die Seite kann ich nicht. Auf die Seite lässt mich das Spiel nicht. Wir müssen rechts stehen oder gar nicht. Ich darf mich auch nicht bewegen in der Nähe des Fahrzeuges. Schau mal hier hin. Da siehst du das. Ja. Diese Bolzen, die hier seitlich sind. Ja. Es kann sein, dass wir die Aufhängung drehen müssen. Da meinst du einmal um 90 Grad, meinst du vielleicht, ne? Ja, genau. Dass diese Bolzen nach oben gehen, weil dann glaube ich, wir verändern gerade die Radhöhe nur nach unten oder nach, also vorne oder hinten. Nach links, nach vorne und hinten, ja, das ist durchaus möglich. Steig mal bitte ein. Ja. Bist du drin? Ja. Na, mal kurz. Ja, bei mir, oh. Oh, die Reifen sehen nicht gesund aus. Das ist, lass mal. Die Reifen sind jetzt nach links und nach rechts gekippt. Warte mal kurz. Die Reifen sind nach links und rechts gekippt, wenn du fährst. Also wirklich so seitlich nach links und rechts gekippt. Das spricht dafür, dass das Ding irgendwie komplett falsch montiert ist, würde ich sagen.
Warum kann ich denn jetzt die Scheinwerfer? Du hast die Handbremse nicht angezogen, glaube ich, ne? Doch. Ja? Ja. Okay. Wow, 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 das Spiel lässt mich wieder springen. Also echt. Jetzt geht's. Irgendwie schwierig. Was denn? Was hast du denn gemacht? Warte mal kurz. Ah, okay, ich habe einen Shortcut gelegt, damit man die Lampe an- und ausschalten kann. Jetzt gucken wir mal ganz kurz nochmal rein. Ich habe da die Befürchtung, wenn wir den jetzt drehen. Warte mal. Wow. Nee, jetzt, okay, ich hab den Fehler. Sieht kaputt aus. Sieht richtig kaputt aus. Weißt du, warum? Außenperspektive. Ja, ich hab's gesehen. Mhm. Warte mal kurz. Weil die falsch gedreht sind. Weil die falsch montiert sind, die ganzen Reifen. Ja, die machen ja das, was ich schon meine. Wenn ich jetzt nach links gehe, also nach links fahre, die müssten eingestellt werden. Aber so extrem dürften sie es doch nicht machen, oder? Ja, dann müssen wir, das ist eine Einstellungsfrage. Jetzt pass auf. So, pass auf, wollen wir die Folge mal beenden bei 30 Minuten und uns mal eben im Internet kurz schlau machen, wie wir die Reifen einstellen? Was hältst du davon? Mhm. Weil wir haben jetzt 30 Minuten rum. Ja. Wir können das natürlich auch in der Aufnahme probieren. Dann machen wir halt eine 50-Minuten-Folge. Habe ich auch kein Problem mit, aber ich glaube, das ist jetzt gerade erstmal nur wildes Rumexperimentieren. Ne? Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Mal gucken, ob wir das hier noch hinkriegen mit den Reifen. Und ja, bevor bestimmt. Wir die jetzt abmontieren, sollten ich würde sie erst mal nicht gucken, abmontieren. Wie die überhaupt richtig montiert werden. Ne? Nee, ich würde sie nicht abmontieren, weil ich hätte eher die Sorge, dass das Ding uns auf eine Seite kippt und dann kommen wir nicht mehr unten ran. Das glaube ich nämlich auch vielleicht, wenn wir Pech haben. Ich habe jetzt auch kein Stahlrohr mit oder Stahlplatten, um das. Die könnte ich höchstens zu Fuß holen. Oh, ich falle wieder durch den Boden. Ich relogge jetzt erstmal, weil das ist genau. Für mich unzählbar hier draußen. Und wir sehen uns dann erstmal in der nächsten Folge. Und dann gucken wir mal, wie wir das Problem hier lösen. Wir hätten doch was zum Fliegen bauen sollen. Das ist einfacher. So. Okay, dann. Okay, gut. Tschüssi. Tschüss.